Hallo, wir sind hier davon zu abnehmen. Ute und Nicole. Und wir kochen heute ein Lauchrisotto für 8 Smart Points pro Portion. Wir machen 3 Portionen und zwar essen wir das als Hauptgericht. Also es gibt kein Fleisch oder irgendwas noch dazu. Da ist ein bisschen Fleisch drin. Ja, okay, aber es gibt nicht nochmal 6. Ah ja, okay. Aber wer vielleicht das nur als Beilage essen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für 4 Personen gut reicht. Das und man kann ja dann auch noch eine magere Hähnchenbrust dazu in der Pfanne machen. Da kommen wir ja mit wenigen Points schon ziemlich weit. Ja, was kommt denn rein in unser Risotto? Lauch, weil es ist Lauchrisotto. Die üblichen Zutaten, natürlich einen guten Risotto-Reis. Das ist ein Rundkornreis. Wir nehmen da den Gran Reserva von Riso Gallo. Dann kommt, wie gesagt, Lauch und auch Erbsen haben wir noch hergestellt. Es kommt ein bisschen Schinken rein. Vegetarier können das einfach ersatzlos streichen. Natürlich kommt in ein gutes Risotto auch einen guten Parmesan, etwas Butter, Olivenöl. Ja, haben wir schon gesagt, ein bisschen Petersilie muss natürlich auch noch dazu. Das gibt dann das gewisse Etwas noch. In einem Esslöffel Olivenöl brate ich Zwiebeln an, bis sie glasig sind. Dann gebe ich den Knoblauch dazu, erst wenn die Zwiebeln schon etwas gar sind, weil der Knoblauch in der Presse sehr fein gepresst ist und sonst leicht anbrennt. Wenn die Zwiebeln gar sind, gebe ich den oberen Teil vom Lauch dazu. Wenn der Lauch anfängt, etwas weicher zu werden, gebe ich den Risotto-Reis dazu und lasse ihn glasig werden. Jetzt gebe ich den Weißwein darüber. Und so viel von der Brühe, dass der Reis bedeckt ist. Von der Brühe werde ich dann immer wieder nachgießen. Gegen Ende der Kochzeit für den Reis geben wir noch die Erbsen dazu. Und den restlichen Lauch. Die Kamera hat uns kurzfristig verlassen, deswegen wir haben die Schinkenwürfel einfach noch dazugegeben. Jetzt, wo das Risotto gar ist und soweit fertig, geben wir noch den Parmesan dazu. Dann die Butter. So. Und die Petersilie. Das wird dann umgerührt, bis sowohl Parmesan als auch Butter schön sich mit dem Risotto verbunden haben und dann noch etwas pfeffern. So, das Risotto ist fertig. Wir freuen uns schon drauf. Points sind eben für die ganze Pfanne 24, Proportion 3. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, abonniert uns. Wir würden uns auch über einen Kommentar freuen, was ist dein Lieblingsrisotto? Und wenn ihr noch mehr Reisgerichte von uns sehen wollt, wir haben schon einige andere gemacht, dann schaut mal hier oben unter dem i. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!